country is the electro Rammstein fan. In his caravan, it's the future man. Hier schon wieder. Hier schon wieder, oder? Besser gesagt, ich schon wieder. Ja, ich habe ja gesagt, ich mache ein neues Unboxing und ich habe schon mein Werkzeug bereitgestellt. Und das Paket ist heute Morgen gekommen. Deshalb habe ich auch extra wieder meine Brille aufgesetzt. Ich werde jetzt vielleicht öfter mal sowas machen, mal gucken, was ich mir so bestelle und ob es euch vielleicht interessiert, aber es interessiert euch sowieso nicht. Aber was soll's, ist mir egal, ich lasse hoch. Wer es guckt, der guckt's. So, ist das Paket. Ist natürlich zensiert hier, von wem das kommt. Amazon, meine Lieblingsseite. Meine Lieblingsseite, wenn es um Bestellungen geht. Und das haben wir sehr schlau verpackt. So, klasse. Jetzt weiß ich nicht mehr, an wen es gesendet wurde. Man erkennt nicht mehr, wo ich wohne. Fuck, schon gesendet. Ja, hier. Sieht aus wie so ein. So werden auch Bücher geliefert, soweit ich weiß. Ja, mit dem Booklet hier. Ah! Ja, gibt's mir richtig. Ich habe schon im letzten Video gemerkt, man hört meine Stimme vielleicht nicht gut, aber. Das geht eigentlich. So, pass auf, wenn die jetzt alle rausfallen, dann schreie ich hier, dann schreie ich. Weil das wäre sehr uncool. Ja, cool. Haben sie schön geliefert. Ich frage mich, wie ich das aufkriegen soll, ohne dass alle rausfallen, aber das ist scheinbar mein Problem. Ich habe von gelieferten, wiederverschließbaren Tüten gelesen. Die sind nicht dabei. Das ist natürlich nicht so schön. Rechnung und alles ist natürlich dabei. Darf ja nicht fehlen. Ja, Vielleicht kennt es ein oder andere von euch. Was das hier sein soll, was das hier ist. Ich habe die mir neulich mal wieder im Marktkauf gekauft, bin auf den Geschmack gekommen. Oder habe ich gedacht, komm, guck's mal bei Amazon, ob es die auch bei Amazon gibt. Und ich habe da eine 1 Kilogramm Tüte gefunden und könnt ihr ruhig auch mal gucken, falls ihr Hunger drauf habt, falls ihr Lust drauf habt, könnt ihr euch auch mal sowas kaufen. Haben wir frisch die Haare gewaschen. Stehen noch ein bisschen. Aber was haben wir denn gekauft? Ja, wie gesagt, ein oder andere kennt es vielleicht. Kann man es lesen? Ja, Jelly Bellies. Jelly Bellies sind gute Dinger. Und das sind so Jellybohnen, die es in 50 Geschmacksrichtungen gibt. Und ja, das ist so die 50 Geschmacksrichtungs-Box-Tüte, 1 Kilogramm. Und die werde ich bis morgen Abend wahrscheinlich aufgelutscht haben. Und nee, das dauert natürlich noch ein bisschen länger. Auch wenn man es nicht glauben mag, aber. Die 300 Gramm Packung hat auch 3 Tage gehalten bei mir. Ein Geräusch. Also. Tja, das Geräusch war ein kleines Eichhörnchen, das habe ich gerade erschossen. Also. Ja, habe ich mal gekauft. 50 Flavor. Sorten Jelly Bellies. Und. Mal gucken, vielleicht mache ich mal wieder ein Unboxing-Video, wenn ich mir wieder was Neues gekauft habe. Macht's gut, Leute, man sieht sich. The game must go on. Juhu.